Endlich die komplette Holzbestellung für das Fräulein fertig. Oh, erstmal schnell was essen hier. Kannst ja bald loslegen mit dem Bauen. Genau. Die kommen erst einmal da rein. Hehehe, die leckere Pizza rausholen. Ich brauche bald neue Rüstung. Ja, und diese komischen Boxen muss ich noch herstellen. War das so hier? Nein. So war das auch nicht. Wie gingen denn diese Boxen? So? Nein. Ach du Heimatland. Kurz out of RP, man kann sich nicht jedes Rezept merken, deswegen ist es ja erlaubt, Jai zu benutzen. Und ja, jeder, der hier drauf ist, darf für seinen Beruf Jai benutzen. Also gibt es hier nichts zu meckern. Ich brauche noch ein paar Stöcke. Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aus was für ein Holz mache ich die denn? Ich nehme dieses helle Holz, das ist nicht so wirklich schön. So, dann könnte ich doch gleich alles davon bearbeiten, verarbeiten. So. Und so. Das, das und das. Jetzt brauchen wir wieder Stöcke. Dahin und dann. Jetzt brauchen wir noch mehr Stöcke. Hier oben haben wir noch dieses eklige Holz. Das und das. Gut, das muss erstmal reichen. Herr Darko. Hallo, Herr Darko. Hallo. Ich sehe, Sie haben meine Bestellung noch nicht gesehen. Die hängt über Ihrer Tür. Mine habe ich mich noch nicht mit befasst. Das ist eine sehr große Bestellung für die Stadtwache. Marmorziege. Ach du Scheiße. Wieso wissen Sie das genau? 15 das Steinstufen, 35 Bruchsteinstufen. Das Fräulein Sissi baut das Gebäude und ich glaube, die hat da schon so eine Vorstellung und da weiß auch, was ich glaube, da bin ich sowieso der falsche Ansprechpartner. Wieso? Ich weiß nicht, wie man die Stufen herstellt. Wer weiß das denn? Tobias? Dann testen Sie einfach ein bisschen rum, vielleicht kriegen Sie das ja hin, weil jetzt als Minenarbeiterchef müssten Sie das eigentlich auch können.
Und ich habe vergessen, mit drauf zu schreiben, dass noch Steinknöpfe dazukommen müssen. Ich glaube, 40 Stück waren das. 40 was jetzt? Steinknöpfe. Und wer bezahlt das? Die Stadtwache. Meiner Meinung nach, wie oft soll ich Sie noch sagen, warten Sie doch, bis ein Stadtteil gewählt ist. Nee, das ist ja für die Stadtwache, also muss die Ach Stadtwache so, das ja gut. bezahlen. No, und dann da hinten, wo das Gebäude der Stadtwache hinkommen soll, dort sind zwei große Kisten, die unterste ist leer, da kann dann alles reingeschmissen werden. Solange es nicht wieder Schiefer ist, weil da sitze ich immer noch an der einen Bestellung dran. Stimmt, Hallo. die ist ja. Was? Haben Sie das auch gehört? Ja. Hallo, guten Tag. Oh, ich habe den Falschen getroffen. Also Olaf, Ich komme Ihnen. sprich. So, ich wollte jetzt die Was Hunde ist denn töten. hier? Nein, die sind schon Jetzt. wieder alle ruhig. Herr Stadtwache? Eine Stadtwache alleine. Wo sind Sie? Ich glaube, Ihr Zauber ist schief gegangen. Machen Sie den rückgängig. Bin gefangen. Jetzt. Zeigen Sie her, ja, Sie sind die Richtigen, sind der Herr Eick, Richtige, das mache ich ja. mit meiner bloßen Faust. Ah, lol. Ja, durch das Essen, was Sie gerade gegessen haben, bestimmt. Ja, es kann sein, das war echt wohltuend. Ja, ich esse auch gern so eine schöne Pizza, die es überall zu finden gibt. Aber irgendwas stimmt dann damit nicht. Mit deinem ganzen Hex-Hex stimmt nicht. Bleiben Ah, Sie ich habe bitte zu viele dort. Bestellungen. Bleiben Sie bitte dort. Was? Hä? Macht gar nichts. Dieses Ding hier. Schönen Okay, war das alles? Alles, was im Buch steht, ja. Ja gut, war das alles, ist ein bisschen übertrieben. Du, glauben Sie mir, was ich an Holz hacken musste, das. Nee. Das waren locker 700-800 Holzstämme, die ich brauchte. Und dann noch das Warum Verarbeiten. brauchen Sie auch ein XXL riesengroßes Haus? Das ist das Fräulein Sissi, die hat freie Entscheidungsvielfalt. Was da? Ich weiß, Was ist das für ein Schwert? das hat mir der Herr Ramon gestern Krieg ich den gemacht. Kopf? Nein, die brauche ich selber. Schade. Das hat mir der Herr Ramon gestern gemacht, damit ich halt die Monster besser töten kann, die die Stadt heimsuchen. Oh, ich hab nur das da. Ja, ich renne mit drei Schwertern hier rum. Einmal das hier, einmal ein normales und dann das hier für die Werwölfe. Ich mach nur das da und einen Bogen und meine Ausrüstung. Ja, Bogen habe ich auch noch einen, sehen Sie. Was für ein? Wenn ich fragen Da darf. ist irgendwas mit Punch 1 und Power 2 drauf. Oh, ja gut, dann. Ja, Power 5, Stärke, Quatsch, Power 5, Haltbarkeit 3 und sonst was. Wo haben Sie den denn her? Geangelt. Okay, ich glaube, ich muss auch mal zu dem Dude da hinten mich hinsetzen und angeln gehen. Ich kann Ihnen noch mal. Kommen Sie mal mit. Schauen Sie mal in die Kiste und sich die Bögen an. Glaub, wir müssen mal eine Razzia bei Ihnen durchführen. Sie haben da was im Gesicht. Und Sie stehen hier draußen. Sie haben da was im Gesicht. Apropos, haben Sie dem Herrn Olaf erlaubt einzutreten? Ja. Der hat sich auch in mein Ja. Bett gelegt. I. Und Es seinen gibt, es, Erscheinungsort dargesetzt. es gibt nämlich ein Gesetz seit neuestem, dass er nicht ungefragt in Häuser gehen darf. Nur ich. Na, alle. Oh. Aber es wurde wegen mir gemacht. Genau, weil sie Ich gerne bin stolz auf rumschnüffeln. mich. Und wenn das so weitergeht, schneide ich ihnen irgendwann die Beine ab.
Die brauchst du zum Hüpfen. Jedenfalls, die Schuhe werden einkassiert. Dann kullern sie auf jeden Fall durch die Gegend. So. Auf, die Eier zu klauen. Ich hab den Ring schon wieder an. Moment. Ich war gerade draußen und hab. Okay, Herr Olaf, es. Ihr Meister hat gesagt, kein Ring in der Stadt. Wieso kannst du die Eier werfen? Weil sich die Tiere alle ein bisschen verändert haben. Dann, ja, wo die Bestellung hin soll, wissen sie ja. Genau, muss ich mal suchen, aber ja. Und, ja, die Rechnung dann einfach an die Stadtwache schreiben. Okay. Gut, dann einen schönen Abend noch. Ja. Darf ich sie ärgern? Nein. Okay. Hier, nehmen Sie einen Besen zum Hausputz wieder. Was ist ein Besen? Was? Jetzt weiß ich, warum Sie so doof sind. Das sieht aus wie... Ihr Gehirn. Nasenhaar entferne. Okay.